In einer anderen Scheune hat Robert Hartl neben einigen Standardfahrzeugen auch einen ganz besonderen sportlichen C126 mit Insignien aus den 80ern. Der Zufall half beim Finden. Ich habe speziell ein AMG eigentlich gesucht, ein Tuningfahrzeug wollte ich haben in der Sammlung, Originaltuning, und bin auf diesen Brabus gestoßen. Und das Tolle war, der Erstbesitzer ist der Ex-Vorstand vom AC Florenz. Der hat dann seiner Frau diesen Brabus neu ab Werk so gekauft. Und dran gekommen bin ich nur, weil sich die nette Dame mit den 78 Jahren den CL55 AMG gekauft hat. Ja, noch eine Nummer stärker und schneller, und dann habe ich den Brabus kaufen können und dürfen. Der Fußballer Benz ist heute ein gesuchtes Sammlerobjekt. In den 80er Jahren war es in, aus Luxuscoupés sportliche Boliden zu machen. Und das mit viel Detailliebe auch lautstark kundzutun. Ansonsten galt auch hier, Komfort ist King. Zu den wohl wichtigsten Voraussetzungen für ein Fahren ohne Ermüdung gehören ohne Zweifel Bewegungsfreiheit und richtiges Sitzen. Und auch hier bietet die neue S-Klasse richtungsweisende Fortschritte in jedem Detail. Auf Wunsch gibt es ein elektrisches Sitzeinstellungssystem. So wie Sie auf das Sitzsymbol an der Türe drücken, so bewegt sich dann die Sitzfläche der Vordersitze stufenlos in Längsrichtung, in der Höhe, in der Sitzflächenneigung und in der Rückenlehnenneigung. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und deshalb betrachtet Robert Hartl das Brabus-Styling inzwischen mit Milde. Also eigentlich ist er verpfuscht, wenn man so will, mit diesen Plastikschwellern an der Seite dran und dann Shadowline, alles chrom, entweder schwarz eloxiert oder silber beilackiert. Ist nicht mein Geschmack. Ursprünglich wollte ich ihn auch eigentlich nur kaufen und ihn zu wieder verkaufen, weil ich gewusst habe, das ist ein Rohdiamant. Und ich habe mir das Auto verliebt. Ich denke, der ist ein Zeitzeuge. Falsches Tuning unter Umständen, aber er ist so gebaut worden, alles original. Und jetzt hängt mittlerweile mein Herz doch dran, jetzt gebe ich ihn nicht mehr her. Unter der Haube vergleichsweise moderates Tuning. Am Motor sind die Ein- und Auslasskanäle fein poliert worden und der Sportauspuffanlage. Also somit kommt er auf 318, 319 PS, ich weiß es nicht auswendig, also ist natürlich ganz klar festgelegt. Und original hat er 272 gehabt. Fauchen kann der Brabus damit heute noch. Ein Leben im Zeichen des Sterns. Robert Hartl schwört auf Mercedes, seit er einen Unfall in einem Benz unbeschadet überstanden hat. Zum Wert seiner Sammlung hat er ein entspanntes Verhältnis. Ja, also im Durchschnitt haben die damals 130.000 Mark gekostet, je nach Ausstattung, also war es auch noch steigerbar. Und jetzt, sagen wir mal, eine gute Limousine ist 10.000 wert. Und ein gutes Coupé ist 15.000 wert. Perfekte Fahrzeuge kosten dementsprechend mehr und schlechtere Fahrzeuge dementsprechend weniger. Also es ist ein durchaus bezahlbares Hobby.